Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Overwatch, beziehungsweise zurück zum angekündigten Spiel mit Sombra. Wir haben uns ja schon die Skins angeguckt, wir haben uns den Char schon so an sich angeguckt, wir gucken uns die Fähigkeiten an, wir haben eine Maschinenpistole, ein EMP, einen Translokator, ein thermo-optische Camouflage, Hacken, Netzpassiv, Opportunistin. Der Passiv bringt uns, dass wir schwer verwundete Gegner durch Wände hindurch sehen können. Die Maschinenpistole hat 60 Kugeln im Clip und der MP ist die ultimative Fähigkeit. Damit zerstören wir gegnerische Schilde und ähnliches, beispielsweise auch das Schild von Reinhardt. Oder Winstons Kuppel, also sehr vieles eigentlich. Genau, oder Winstons Kuppel. Mit Hacken können wir beispielsweise auch Healthpacks so hacken, dass sie nicht mehr benutzbar sind für Gegner. Ganz interessant, wir können Gegner auch an sich hacken, damit verhindern wir den Einsatz von Fähigkeiten oder von ihren Fähigkeiten. Und die thermooptische Camouflage ist einfach, dass wir uns schneller bewegen und dabei unsichtbar sind. Auch ganz praktisch. Ja. Und ja, da können wir dann auch hacken. Oh, ich muss weg. Ha, ich mag das mit Mai. Du hältst einfach irgendwo drüber und kriegst schon mit den Kill. Ja. Definitiv. Also, ja, wie gesagt, auch von mir dann dementsprechend noch ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Spiele ich jetzt Mai, also einer meiner, glaube ich, allgemeinen Lieblingschars bei Overwatch. Und dementsprechend immer mal wieder heilen. Gerne genommen. Will ich mal heilen, heilen, heilen. Ja. So, ich werde mal den Translokator, kann ich den irgendwo da hin, oben hinwerfen? Den kannst du überall hinwerfen. Nee. Aber ich habe ihn mal in die Mitte gebracht. Achso, der hält nur 10 Sekunden. Ja, ja. Interessant. Gut zu wissen. Nicht so wie in einem... Nee, also keine von, 20 Minuten und irgendwann kommst du mal zurück. Aber der Style, wie du gerade schießt, auch so von der Seite, schaut sehr lässig aus, muss ich gerade sagen. Ich gehe mal mit Bahn dran. Man wird ja sofort aufgedeckt, wenn man getroffen wird. Ja. Und du nimmst recht schnell Damage. Ah, das sind jetzt zwei auf dem Punkt. Einmal Sombra und einmal der gute alte Lucio. Und man hat es gerade gut bei mir gesehen, wenn Sombra trifft, also kontinuierlich, dann macht die auch schon ordentlich Schaden. Also dann haut es schon rein, das Maschinenpistölchen. Ja. Das hätte ich da noch nicht wirklich geschossen. Oh, aber mal gucken. Oh, oh. Mal kurz wegteleportieren. Auch mal wieder hier. Irgendwie ist das gerade gang und gäbe, dass ich die ganze Idee brauche. Ich muss sagen, hier auf dem Punkt... Ist es ein bisschen schwierig mit ihr leider. Ist auch nicht so sonderlich ziele das Ding. Wie gesagt, man sollte erstmal gucken, dass man dann wirklich auch im Camouflage ist. Oh, da sind ja jetzt 4 am Punkt. Ich dachte mir, cool, ich bin eine Eisbarriere und dann komme ich dann zurück und mache so irgendwie so einen coolen Move. Aber da stehen sie alle am Punkt, du. Puh, schnell mal wegteleportiert zum Health-Pack. Die Runde ist bisher, weiß nicht, so nicht Fisch und nicht Fleisch. Wir liegen zwar punktemäßig gut vorn, aber irgendwie fühlt sich's noch nicht so. Dass ich den gerade. Die Wand sehr schön gesetzt gegen hier den anderen. Ja. Natürlich. Ein! Nimmt er mich mit einem Pfeil raus. Mich auch. Dieter. Zielpunkt gesichert, aber dafür haben wir die Runde schon mal ordentlich hinter uns gebracht. Nice. Ich bin nur Dritter überall, leider. Nee, in dem Fall, die Runde war bei mir nicht wirklich gut, muss ich gestehen. Das Problem ist, dass ich jetzt schon wieder probieren muss, Sombra zu... Ah, nee. Ich nicht. Dachte gerade. Für mich ziemlich schwierig, hier auf dem PTR Sombra zu kriegen. Klar, der Champion ist gerade neu, dementsprechend wollen ihn viele auch ausprobieren. Mal gucken, ob ich jetzt ein bisschen mehr carrying kann, ein bisschen mehr raushauen kann. Ist nicht so ideal für den Spielmodus, habe ich den Eindruck. Geht vom Spielstil her ein bisschen in Richtung Tracer, auch relativ agil, natürlich nicht so umherschwirrend, aber halt ein Flanker, ne? Ja. Klassisch im Sinne von Tracer, Reaper und etc. Und ich glaube, man ist trotzdem ein bisschen sichtbar, ne? Wenn man unsichtbar ist. Ja, also ich habe auch so, ich weiß es nicht wirklich, aber so eigentlich nicht. Aber zumindest wenn halt irgendwie so ein... Man bekommt ja irgendwie schnell Damage von irgendwas.
Und dementsprechend. Aber sie ist auch wirklich sehr weich, ist mir gerade wieder aufgefallen. Habt hier schön mit Mai gerade ein bisschen für Action sorgen können. Ach, das sind so die Momente, wo ich wieder weiß, warum ich Mai so gern hab. Aber agil ist trotzdem. Ja, agil ist die wahnsinnig, also die ist richtig cool. Und dieses Hacken ist natürlich auch nice. Ist aber immer auch schwierig mit dem Lucio, weil man muss auf der Karte hier auch echt aufpassen, dass der nicht wieder einen und runter kickt. Hat er so ein kleines, gutes Talent leider dafür. Oh, weg hier, weg hier. Haha. Ach, du hast ihn. Okay, nice. Da ist er mir über den Weg gerutscht. Hoppelt. Jetzt nimmt die auch mal. Das finde ich ja albern. Sicher viel. Da lief die Ulti ganz gut gerade rein, muss ich sagen. Die hat ordentlich was gebracht. Es ist triggert. Also wirklich Schaden kriege ich aber hier nicht raus gerade, leider. Nee, die ist auch rein zum Damage, ist die auch wirklich nicht so leicht. Also, wie du schon sagst, sie ist sehr, sehr assist-lastig. Ach mein Gott. Nee, Damage macht die echt nicht. Ein bisschen schwachbrustig, die Gute. Also die hat auch einen sehr, sehr hohen... Bullet Drop. Ah, da gibt's noch nicht. Auf den Punkt. Ja, die hat, glaube ich, wirklich. Die ist sehr, sehr map-spezifisch. Die hat, glaube ich, so wirklich Potenzial, brutal abzugehen. Aber auch wirklich so sehr, sehr Durchschnittsrunden zu bringen. Bei mir war es ja auch vorher bis zu den letzten 20% der Runde sehr, sehr, sehr Durchschnitt. Ja. Ja, das war durchschnittlich. Wirklich. Ich habe versucht, mein Bestes mit ihr zu geben. Sie versucht, mit ihr zu flanken, aber wirklich auf Schaden kommt die nicht. Sie geht auf Assistance. Sie kann Gegner richtig schön denyen, indem sie die Fähigkeiten einfach ausschaltet. Das ist gerade gegen Heiler auch hervorragend. Also beispielsweise gegen Lucio oder so ist das wunderbar. Funktioniert das echt gut. Allgemein gegen Heiler, wenn man die erstmal hackt, dass die dann keine Fähigkeiten benutzen können. Das hat gut funktioniert, das habe ich auch gemerkt. Dadurch gingen die Heiler schnell down, das habt ihr vielleicht auch gesehen. Aber wirklich auf Punkte kommt man damit natürlich nicht. Weil man kriegt dann vielleicht irgendwie einen Assist, der getriggert wird. Das habt ihr auch gesehen, da steht dann Assist triggert. Also ich kriege dann einen Unterstützer dazu geschrieben. Aber that's it. Ja, viel mehr passiert dann da leider nicht. So, aber trotzdem schöner... schöner Champion von mit einem ganz coolen Stil, muss ich sagen. Und ja, ich würde sagen, das war's. Das war's, ja. Meine Folge mit Sombra. Falls ihr die andere Folge von Sombra sehen wollt, die ist auf Andi seinem Kanal, ist zur gleichen Zeit online gegangen. Könnt euch beide angucken. Andi hat, glaube ich, am Ende hin da noch ein paar mehr Kills hinlegen können. Und dementsprechend, Schaden hast du aber auch nicht so viel. Nee, Schaden war ja auch nicht so. Das war dann auch mehr so Todesstöße und so. Ja, absolut. Also wirklich, wirklich mehr so der Assistance-Todesstoß-Champion dann am Ende hin wirklich Schaden. Bringt der aktuell in dem jetzigen Zustand noch nicht. Wundert einem aber auch nicht, weil er eigentlich mehr so Utility, also mehr so Unterstützungsfähigkeiten hat und weniger die klassischen Schadensfähigkeiten wie andere Damage-Dealer. Gut, das war's für diese Folge. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.